Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das hier ist ein ganz besonderes Video, denn es ist ein Uncut-Video. Ihr liebt dieses Format, wirklich. Keine Ahnung weshalb, aber ihr liebt es. Ich habe euch auf Instagram gefragt nach peinlichen Fragen und ihr habt mir ganz viele geschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich bin hier gerade alleine, beziehungsweise mit meiner Family. Und die haben ein anderes Zimmer, weshalb ich das Video jetzt allein drehe und einfach dann irgendeine Frage nehme und würde mal sagen, dann let's go. So. Wie viele Anläufe hast du gebraucht, um deinen Führerschein zu machen? Von geofrey.nox. Gar keinen einzigen, also einen nur. Und dann hatte ich ihn. Das war nämlich auch ganz lustig, denn ich habe, also meine Theorieprüfung hatte ich mit 16,5 schon. Mit 16,5 habe ich meinen Führerschein angefangen und dann hatte ich meine Theorieprüfung direkt ziemlich schnell, auch nur einen Anlauf. Und dann mit 17, sorry, wenn ich übrigens hier so ein bisschen nach da gucke, denn da ist direkt das Meer. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen, es ist so schön. Ich zeige es euch nach dem Video auf jeden Fall. Also bleibt bis zum Ende dran, da werdet ihr mit einem Meerblick belohnt. Auf jeden Fall hatte ich dann mit 17 direkt die ganz normale, also mit 17 kann man ja erst Auto fahren. Und da habe ich dann die ganzen Fahrstunden gehabt und dann hatte ich direkt meine Fahrprüfung. Und ich glaube, ich bin auch nur 15 bis 20 Minuten gefahren. Das war ziemlich, ziemlich kurz. Und dann hatte ich auch schon meinen Führerschein. Und das war ganz lustig, denn mein Fahrlehrer, mein damaliger Fahrlehrer, war auch mein damaliger Nachbar. Sorry, ich habe mich gerade eben gestoßen. Ich habe das Hotelzimmer gerade ein bisschen umgeräumt. Genau. Und wir haben morgens den Prüfer abgeholt. Aber mir wurde nicht gesagt, dass es der Prüfer ist, sondern dass das ein Typ ist, der auch dort den Führerschein macht. Und ich habe das halt geglaubt. Ja, so naiv wie ich bin, ne? Und deshalb hat er mich morgens schon gesehen, wie ich zur Fahrschule gefahren bin. Und dann ganz am Ende, ich war die einfach die Letzte, die die Fahrprüfung gemacht hat, vor dem Mittagessen. Und ich habe sie einfach zum Mittagessen hingefahren. Und dann hatte ich meinen Führerschein. Ja. Oh Mann. Es war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant und sehr, sehr lustig. So, nächste Frage. Ja, das passt doch sehr gut zu. Ja, hier. It's a Panther fragt, mit wie vielen Jahren konntest du schwimmen? Ich glaube sogar als Baby, denn ich meine, ich habe als Baby so einen Kurs gemacht. Meine Mutter hat das immer gesagt, dass ich irgendwie so Babyschwimmen gemacht habe. Und dann mit wie vielen Jahren, also als Baby konnte ich schon schwimmen und dann, keine Ahnung, ziemlich kurz, also kurz danach, so mit 3, 4, 5 oder so vielleicht. Keine Ahnung. Also ich kann mich nicht daran erinnern, noch nie nicht zu schwimmen. Deshalb kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Bist du mal fremdgegangen von Asterix LH? Nein, bin ich nicht. Matthias Zander, hast du dir schon mal mitten in der Stadt in die Hose gemacht? Ja. So, aber nicht mitten in der Stadt, sondern mitten auf dem Feld. Denn das war so gruselig, Freunde. Ihr wisst, ich hasse Horrorfilme und ich komme damit überhaupt nicht klar. Und wenn das so gruselig ist, dann ganz schlimm. Und ich war mit meinem damaligen Hund Gassi, das ist ein Dalmatiner gewesen, und wir waren auf so einem Feld, beziehungsweise es war kein richtiges Feld, sondern so, man konnte halt irgendwie nicht sehen, was da ist. Also es war einfach so eine fette Wiese und ja, es war irgendwie sehr gruselig da und da musste ich irgendwann so dringend, aber ich war damals auch kleiner, ne, so 6, 7, 8. Vielleicht, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall musste ich dann auf jeden Fall so dringend, weil ich mir wirklich regelrecht vor Angst in die Hosen gemacht habe. Und ja, ist mir schon mal passiert. Aber zum Glück nur einmal. Zumindest nur einmal, an das ich mich erinnern kann. Bist du, was? Bist du schwul? Von XX, XX. Erstens, nein, bin ich nicht, weil ich bin eine Frau. Und zweitens, wo ist das Problem? Also ich verstehe die Problematik nicht. Haben wir das auch mal angesprochen? So, ranmori.official fragt, hast du schon mal etwas kaputt gemacht und es dann auf Tico geschoben? Nope, habe ich auch nicht. Zumindest nicht wissend. Eigentlich nicht, weil ich habe ja Tico schon seit 14 Jahren fast, seit 13,5 Jahren. Freunde, Tico wird am 24.12. 14 Jahre. Ich komme einfach immer noch nicht drauf klar. So, nächste Frage habe ich auch schon rausgesucht. CXMM an der Phil fragt, wollt ihr Kinder haben?
Ich spreche jetzt für mich, da ich für Matthias nicht sprechen kann, aber ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Eins auf jeden Fall. Und dann gucke ich mir mal an, wie die erste Schwangerschaft verlaufen ist. Vielleicht war das total die Horrorgeburt oder total die Horrorschwangerschaft. Dann überlege ich mir das nochmal mit dem zweiten Kind. Aber ein Kind möchte ich auf jeden Fall haben. Und danach kommt auf an, halt, wie das bei der ersten war. Weil ich meine, viele Frauen können auch beispielsweise gar keine Kinder bekommen oder viele Frauen haben einfach komplett die Problematik mit der Schwangerschaft oder haben eine Risikogeburt oder Risikoschwangerschaft und das kann man halt nie sagen. Deshalb aber eigentlich ja. Eins auf jeden Fall. So. Emilia GSW fragt, hast du jemals einen Liebesbrief bekommen? Liebe Emilia, ja, habe ich von meinem... von jemandem aus der Grundschule. Ich hatte so eine Grundschulliebe und der hat mir damals auch eine Kette geschenkt mit so einem Herzchen. Das war, glaube ich, so eine Plastikkette. Aber es war voll süß. So, es war so eine richtige Kinderliebe und hat mir sehr gut gefallen. Und ja, die habe ich damals geschenkt bekommen. Und von ihm habe ich damals auch einen Liebesbrief bekommen. Das ist so der erste Liebesbrief, an den ich mich erinnern kann. Deshalb erzähle ich euch das gerade. Ich habe bestimmt irgendwann nochmal einen bekommen, aber an den kann ich mich auf jeden Fall sehr, sehr deutlich erinnern. Das war richtig, richtig süß. Besonders, weil es war halt im Kindergarten und ich habe es nicht so richtig gecheckt und ich fand es irgendwie süß, aber keine Ahnung. Voll cute! hast du schon mal einer Person gesagt, sie sehe gut aus, obwohl es nicht so war? Fragt Romy. Hast du schon mal einer Person gesagt, sie sehe gut aus, obwohl es nicht so war? Tatsächlich nein. Also in meiner Meinung nach ist kein Mensch hässlich. Also, denn jeder hat irgendwas, wahre Schönheit kommt nämlich von innen und jeder Mensch hat irgendwas Schönes an sich und es liegt immer eigentlich im Auge des Betrachters und meiner Meinung nach finde ich keine Person irgendwie hässlich oder so und also ich sage, wenn mir irgendein Oberteil beispielsweise nicht gefällt oder sowas oder irgendeine Klamottenmäßig oder sowas und die Person fragt mich, hey, wie sieht das aus? Dann sage ich einfach meine ehrliche Meinung und sage, hey, okay, gut, ich finde, das steht dir jetzt vielleicht nicht so gut oder das sieht einfach nicht so gut aus an dir. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Besser als, ah, ja, das sieht super aus. Und ja, dann sieht es überhaupt nicht gut aus. Deshalb macht das nicht, seid einfach ehrlich. Und ja, seid einfach ehrlich und ich suche schon mal die nächste Frage raus. Hier hat Romy noch ein paar andere Fragen gestellt, deshalb hier. Hattest du schon mal dein T-Shirt falsch herum an und es nicht bemerkt? Ja, ganz, 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 ganz oft. Sogar dieses Oberteil, was ich hier anhabe, hatte ich sogar vor, ich glaube, einer Woche oder so, hatte ich das falsch an. Aber guck mal, Freunde, ich trage das meistens mit einem Rock. Ich zeig's euch gerade mal, was ich hier anhabe. Ich trage das meistens mit dem Rock und hier ist, nee, andere Seite. Und hier ist dieses Wäscheteil und es war die ganze Zeit auf der falschen Seite, aber ich habe es nicht gecheckt, weil das habe ich ja trotzdem so reingesteckt. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb, es ist zum Glück niemandem aufgefallen, aber es ist nicht mal eine Woche her oder gerade mal so eine Woche. Ich weiß nicht, mein Zeitgefühl ist nicht so geil. Aber das war schon peinlich, als ich es abends mitbekommen habe. Ja, aber ja, ist mir schon mal passiert. Gar nicht mal so lange her. So, Romy fragt noch ein paar Fragen. Hier. Das passt nämlich gerade total. Hattest du eine Kindergarten-/Grundschulbeziehung mit einem Jungen? Yes, hatte ich. Wie ich ja vorhin schon erklärt habe, ich habe damals einen Liebesbrief bekommen. Das war total süß. Und ja. Ich hatte eine Grundschulbeziehung. Ich glaube, das hat angefangen in der zweiten Klasse. Aber ich hatte auch so eine Kindergartenbeziehung, so eine Art eigentlich. An die ich mich aber nicht mehr dran erinnern kann. Sorry. sorry. ja. Ich hoffe, meine Kindergartenliebe sieht das nicht oder kann sich hoffentlich auch nicht mehr an mich erinnern. Aber falls, tut mir leid. Aber ich hatte auf jeden Fall eine Kindergartenbeziehung. Meine Oma erzählt mir das jedes Mal, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich hatte auf jeden Fall eine Grundschulbeziehung, an die ich mich wieder dran erinnern kann. Das ist total lustig, denn die Mutti, die von dieser von der Grundschulliebe, die findet mich immer noch total süß und die perfekte Frau und so. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, macht sie immer den da und findet mich total cute und alles. Und ja,
Ich hatte eine. Und ich glaube, auch sie war diejenige, die mir dieses Herzchen geschenkt hat, diese Herzchenkette. Und ich glaube, da waren auch damals ein Armband oder Ohrring oder sowas dabei. Ich kann mich auf jeden Fall nur noch an die Kette erinnern, weil die hatte ich auch ganz oft an und so. Und das war voll süß. Das war so eine gelbe Plastikkette. Also wie so ein Schlauch. Und vielleicht finde ich die ja irgendwann nochmal. Ich habe sie auf jeden Fall nie weggeschmissen. Ich weiß es ganz genau. Irgendwo habe ich die bestimmt. Irgendwo bei meiner Oma. Wenn ich sie irgendwann mal finden sollte, lass es euch wissen. Und da war so ein blaues Herzchen und da stand Love drin. Und früher als Grundschulkind, ich wusste nicht, was Love heißt. Und so habe ich mein erstes. Oh, mein Ringlight. Ich habe das so provisorisch. Guck mal, ich habe jetzt so ein Ringlight übrigens zum Mitnehmen. Das habe ich hier provisorisch hingestellt. Auf jeden Fall, da stand Love und so bin ich erstmal. Das war mein erstes englisches Wort ever, was ich gelernt habe, weil ich wusste nicht einfach, was Love heißt. Und ich glaube, ich habe Englisch erst in der dritten oder vierten Klasse gehabt. Ich glaube sogar in der vierten. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall war das mein erstes englisches Wort. Das war voll schön. Oh. Was ist das denn für eine Frage? Gabriel Schneider-Simon fragt, wen würdest du als erstes schlagen, wenn das legal wäre? Einfach niemanden. Denn wenn ich ein Problem mit einer Person habe, dann sage ich es direkt. Und ich finde nicht, dass irgendwie Schlagen oder sowas oder Gewalt etwas an einer Beziehung hilfreich macht. Ich meine, wenn du ein Problem mit einer Person hast, dann sprich sie drauf an und dann geht euch einfach aus dem Weg oder sowas. Aber ich meine, Gewalt, finde ich, ist keine Lösung. Deshalb würde ich nicht machen, auch wenn es legal wäre. Denn ich möchte auch nicht geschlagen. Doch, ich würde es machen. Das würde ich aber jetzt auch machen. Wenn mich jemand schlägt, dann kriegt da auch einer zurück. Aber das ist Selbstverteidigung. Oder keine Ahnung, wenn mich irgendjemand angreift oder so oder umbringen möchte, dann würde ich auch jemanden schlagen. Aber ich glaube, das ist auch, das ist Selbstverteidigung, das ist ja legal. Also, alles gut. So, Your Drama King fragt, was war das Peinlichste, das dir je im Supermarkt passiert ist? Boah. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach mal ein Ü-Ei oder so mitgenommen als Kind. Und nein, ich habe immer rumgeflennt. Und also jetzt im Nachhinein finde ich das schon peinlich, aber damals, meine Oma fand das, glaube ich, immer peinlich, weil die hat mich einfach immer rumflennen lassen. Und ich habe da immer auf dem Supermarkt und so gelegen und so. Ja. Ich war schon ein anstrengendes Kind, wenn ihr mich ja bemerkt. Ja. So, Freunde. Wartet, letzte Frage, ja? Eine Frage noch. Letzte Frage von Romy. Ich stelle nämlich immer ganz viele Fragen. So, und immer meistens die besten immer. Denn sie ist super kreativ einfach. Vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass du immer so süße Fragen stellst. Romy fragt, hast du in einem Geschäft schon mal zu viel Rückgeld bekommen und es nicht gesagt? Ja, habe ich. Und ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, es zu behalten. Denn ich weiß nicht, also man ist doch dann irgendwie auch selbst schuld. Also wenn es krass zu viel ist, dann gebe ich das auch zurück oder sag Bescheid. Aber wenn es nur so kleine Beträge sind, ganz ehrlich, selbst schuld. Okay, das ist schon irgendwie assi. Und das noch am Ende des Videos. Sorry, aber ich bin eigentlich voll der soziale Mensch, Freunde. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem drehe ich gerade einen Ostsee-Vlog, denn wir sind ja gerade hier in den Sommerferien und ich habe einen Sommerferien-Uploadplan. Dienstags, donnerstags und sonntags, jeweils um 15 Uhr, lade ich ein Video hoch und außerdem streame ich auch immer ganz, ganz, ganz fleißig und ich gucke die ganze Zeit schon hier hin. Ich möchte euch noch die Aussicht zeigen, auf die ich die ganze Zeit. So, dann nehme ich jetzt einfach mal das Stativ und drehe es. Und oh mein Gott, ist das eine heftige Aussicht, Freunde, oder was? Heute Morgen habe ich einfach den Sonnenaufgang beobachtet und es war so, 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 so schön. So, Stativ, ey, steht wieder. Es war richtig, richtig schön, Freunde. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Sonnenaufgang zu sehen, nutzt die Gelegenheit. Habt euch lieb, Freunde. Bis zum nächsten Video. Eure Nessie. Und ich hoffe, dass euch dieses Uncut-Video mal wieder gefällt. Aber wie ich euch kenne, ihr liebt solche Videos. Let's go! Upload!